Guten Morgen, ihr Lieben. Mein Name ist Michaela Börjes von Kurswechselreisen. Und ich bin total froh und glücklich, hier zu sein. Wir sind nämlich am Ende unserer Walk-in-Zeit-Reise. Und diese Walk-in-Zeit-Reise ist eine ganz besondere Reise gewesen. Ich kriege gerade schon wieder Gänsehaut. Und zwar war das eine kurze Beschreibung ist, wir wandern mit Stil, Komfort und Coach. In der Natur, es ist Frieden, es ist ein Coach dabei, Eva Maria hat uns begleitet und sie stand uns immer zur Verfügung, wenn wir was besprechen wollten. Wir konnten unseren Gedanken freien Lauf lassen und haben 5 Tage mit Wandern verbracht und anschließend haben wir noch ein pferdegestütztes Coaching bei Eva Maria gemacht. Und ich fand es eine runde Sache. Und jetzt möchte ich gerne meine Begleiterinnen fragen, wie sie die Reise empfunden haben. Ich gebe das Wort an Jadranka und sie sagt jetzt ihre Eindrücke. Ja, es war eine sehr tolle Reise für den Körper, Geist und die Seele, war alles dabei. Von der Reiseplanung vor der Reise bis zu Antritt der Reise, in der Reihe, also wir wurden alle super toll betreut. Die Gemeinschaft in der Gruppe war einfach klasse. Ja, mehr kann man eigentlich von einer Reise nicht verlangen. Schön. Erika? Es war für mich eine ungewöhnliche Woche mit vielen persönlichen Erkenntnissen. Mein Leitsatz, es ist gar nicht so schwer, es wird jeden Tag leichter. Ich kann nur jedem empfehlen, jedem raten, macht eine Reise mit Kurswechsel. Eine tolle Gemeinschaft mit einer kleinen Gruppe. Dankeschön, Erika. Jetzt, Ilka? Ja, die anderen drei haben ja schon ganz viel gesagt zu der Reise. Ich bin voller Vorfreude losgereist und meine Erwartungen sind mehr als übertroffen worden, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir hat die Natur super gefallen, die liebvolle Landschaft, das super tolle Essen, die Menschen im Mühlviertel sind wunderbar und was mir sehr gut getan hat, ist das meditative Wandern. Ich habe eine Stunde einfach mal geschwiegen, konnte meinen Gedanken freien Lauf lassen, bin ganz bei mir gewesen, was mir sehr gut tat. Bin im Alltag sehr eingespannt durch Familie und Kinder und so konnte ich einfach wirklich komplett runterfahren, habe meine Mitte wieder gefunden und bin ganz gerührt und danke meinen Mitreisenden für diese tolle, tolle Reise, für die tolle Gemeinschaft, für eure mentale Unterstützung von allen Seiten und vielen Dank für alles. Geht weiter an Michaela. Ja, was soll ich dann dazu noch sagen? Am Anfang Gänsehaut, zum Ende Gänsehaut. Es war total bereichernd für mich, weil ich kannte euch beide ja noch nicht so gut und es war so ein vertrautes Miteinander und ja, ich freue mich auf viele weitere Touren und jetzt fahren wir nach Hause und werden mit frischer Kraft und frohen Mutes unseren Alltag wieder begegnen. Also, bis ganz bald, bis dann. Tschüss. Tschüss.